Herzlich willkommen zurück beim LS15 Megaprojekt. Ich stecke im Baum fest. Hier auf der Map Mönchwinkel mit dem schönen Projektnamen Time Stand Still. Jawohl. Jawohl. Shit. Moin erstmal an alle. Ich denke mal, die Vorstellung ersparen wir uns diese Runde. Jetzt sind immer noch die gleichen Leute. Vorstellung. Genau. Oh nein. Sind die gleichen Leute. Mit Strohablage jetzt. Genau. Oh, der Baum ist nicht ausgegangen. Mit Strohablage ausschalten in dem Fall. Wir sind jetzt auf Feld. Ach komm. Ich denke mal. Florian, ja? Wo steht der Grubber? Das weiß ich nicht. Ich kaufe dir einen. Warte. Stellt man die Strohablage aus? Mal so als Frage. Komma. Und netterweise sind die Leute dann auch in diesem Jahrhundert auch noch so nett und bringen dir den auch noch zum Hof. Komm mal rüber. Ja, natürlich, da gibt's ein Taxi. Ja. Jetzt zurücksetzen. Was? Strohablage für den aktuellen Fruchttyp nicht möglich? Ja, musst erst ins Dings reinfahren. Warte mal, aber guck mal bei den Mods und dann. Hast du keine Gruppe drin? Nee, aber ich hab dir einen gekauft, warte. Wollten wir nicht 31 streichen? Jetzt machen wir das hier. So Leute, da ich gar nicht mitspiele, übernehme ich jetzt mit den Moderator hier, ne? Sehr schön, ja, das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht wer, aber letzte Folge hatte einer angesprochen, das Thema Modding-Contest steht ja vor der Tür. Genau, der läuft ja momentan. Der läuft momentan. Wie seht ihr das? Jeder dran teilnehmen, auch Teams oder nur Einzelpersonen? Das also war ja so der Casus Knacktus. Ich habe also auch nichts mitgekriegt. Also ich übernehme jetzt einfach mal das Wort. Ich bin eher der Meinung, dass es der Modding Contest eher dafür für die Leute da ist, die etwas kleiner sind und halt noch die Chance haben sollen rauszukommen und dadurch sich dann auch irgendwie zum Beispiel in Modding Teams wie BM Modding eingliedern können oder so. Sondern ich bin nicht jetzt der Meinung, dass da jetzt so Teams wie BM Modding. Du bist lustig. Du kaufst den größten Grubber für den kleinsten Trecker. Ich würde es eigentlich am liebsten Das ist so, ja. Mit einem großen Trecker und einem kleinen Grubber schafft man keine Fläche. Aber mit einem kleinen Trecker und einem großen Grubber, da schafft man wenigstens Fläche mit. Ach, kannst musst du das mal sehen. Kannst du den Grubber anhängen oder nicht? Krumm. Ja, kann ich. Ich probiere es. Okay, sonst sagst du mal Bescheid. Er wird wohl nicht mehr voran. Florian, kannst du mir auch noch einkaufen? Ja, mach ich. Bitte. Dann kann ich auch noch was zum Thema Modding sagen. Etwas größeren, also. Wollte gerade sagen. Je nachdem, welchen Green. Ja. Also, ich finde generell Modding Contest natürlich nicht verkehrt. Das Problem ist natürlich, du hast natürlich einen Wettbewerbsvorteil, wenn du als Team antrittst. Ja. Das ist natürlich die eine Sache. Und vor allem, ich meine jetzt so Teams wie BM Modding sind auch schon relativ bekannt. Ja, es ist. Also, was halt meiner Meinung nach gut wäre, wenn es halt zwei Kategorien geben würde: einmal Team Mods und zum Beispiel Einzelpersonen Mods. Du weißt natürlich nicht, ob eine Einzelperson wirklich an diesem Mod gearbeitet hat oder nicht. Das ist die andere Sache. Wobei ich es halt interessant und spannend finde, wenn sich zum Beispiel Modder generell einfach zusammentun, weil das Hauptproblem, ich habe halt auch ein paar Mods für LS15 getestet und meiner Meinung nach werden viel zu viele Mods rausgehauen, die einfach halb fertig sind und die eigentlich gar nicht richtig funktionieren, aber Hauptsache sie sind erstmal draußen. Ja, genau so wie der Skala, den wir drauf hatten, ne? Genau. Mit was ich so ein bisschen als Problem sehe bei der ganzen Modding-Community ist, dass jeder, die, wenn man jetzt sagt, man macht, schließt sich mehr zusammen zu einer großen Gemeinschaft, sag ich mal. was ich immer sehe, es gibt. Ja, warte mal, ich guck schon mal ab, während ich Gas gebe. Mal gucken, wie das Ding abgeht. Keine anderen Maschinen oder was, also ich probiere. Moment, Julian und Daniel, wartet mal ganz kurz. Was meinst du, Schumi? Danke, Disc. Ich sag mal, wenn man jetzt sagt, man schließt so eine große, man schließt sich als Community zusammen und arbeitet an mehreren Projekten simultan mit mehreren Leuten, sag ich mal. Weil das Problem, was ich immer sehe, es gibt ja auch, wenn man jetzt auf den einschlägigen Portalen guckt, es gibt ja 17 verschiedene Fanbarios. Ja. Aber jetzt, man deckt halt die breite Masse. Also es gibt die Standardmaschinen, die Fanbario und wie sie nicht alle heißen, hier diesen Lexion-Drescher und so, gibt's in verschiedenen von, anstatt dass man sagt, man macht jetzt einen guten davon, der viele Funktionen hat und legt es dann noch mehr in eine andere Richtung rein, mehr in die Deutsch-Ecke oder Fiat-Ecke, dass man da mal was macht. Ja. Man versucht lieber eine breite Masse an Mods. Entschuldigung. Eine breite Masse an Mods drin zu machen, statt jetzt 17 mal den gleichen. Das ist immer so das, was ich nicht verstehe. Ja. Was ich halt und das ist ja auch bei New Holland oder von New Holland. Sind zwar Haufen tolle Mods draußen, aber eigentlich kein richtig gemoddeter mit IC-Steuerung oder so. Kein toller wie zum Beispiel der Klaas, den der Kauen jetzt letztens erst wieder getestet hat. Der ist der halt, wer?
Achso, ich, ja. Du. Ja, du. Du warst gemeint. Ja. Ja. Aber, also ja. eine Sache, die, ja. War das fertig, Julian? Oder? Farmer? Mr. Farmer, Daniel, so rum. Oder habe ich dich unterbrochen? Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, das tut mir leid. Nein, was ich noch sagen wollte, was ich auch als großes Problem ansehe, in der Regel dürfen Server, so wie wir jetzt den, auf dem wir jetzt gerade spielen, die Mods ja eigentlich nicht zum Download anbieten, weil teilweise die Modder sagen, es darf nur der Originallink verwendet werden. Jetzt ist es ja so, dass ich ein bisschen auskenne mit der Thematik, wenn man es zum Beispiel auf uploaded.net hochlädt, kann man damit auch Geld verdienen. So. Das heißt also, je öfter der Mod runtergeladen wird, desto mehr kann der Modder damit auch Geld verdienen. Rein theoretisch dürfte der Modder damit aber kein Geld verdienen. Das ist so nochmal eine andere Thematik, die wir nachher nochmal ansprechen können. Ich wollte aber ganz... Das finde ich gar nicht so schlimm. Wenn man so, dass man sagt, es tut ja keinem weh. Aber man kann zwar, wenn man kein Spiel hat, nur alle x Stunden einen runterladen. Dafür kriegt aber der diese Mühe gemacht hat, auch einen kleinen Gegenwert dafür. Das finde ich gar nicht mal so schlimm, dass es auf Upload... Ja, es ist halt die Frage, ob es rechtlich... Wird. Ja, es ist die Frage, ob es rechtlich gestaltet ist. Ne? Krieg ich meinen Abfahrer? Ich wollte dich gerade abdanken, aber du hast deine Rolle. Der Kläger da kein Richter, sag ich mal so. Ja, das stimmt auch. Ja, es steht bloß gerade niemand da. Wenn es gute Mods sind und so, wenn man da einen kleinen Gegenwert kriegt durch die Downloads, dann ist es für mich vollkommen legitim. Oder ist es in Ordnung? Ja. Sag ich mal so. Nur die Frage ist, es gibt halt auch, ich hab's auch bei, oder auch schon mal erlebt, dass Modder sich darüber beschwert haben, dass man den Mod auf dem Server als zum Download bereitstellt. Also. Jetzt so wie zum Beispiel bei uns auf dem Server, dann halt sagt... Bravo, kannst du fix Daniel abtanken? Natürlich! Sonst kommen wir irgendwie nicht weiter. Danke. Der jetzt einfach Weizen an, ich habe einfach nicht gefragt, aber gut. Okay. Warum ist denn dein Hänger so runtergeklappt, Caro? Oh, das durchzieht, ich habe keine Ahnung. Es geht, wir haben keine Ahnung, wie es funktioniert, dass man den wieder hochklappt. Oh, okay. Was hältst du denn, Carbon, von dem Mod-Contest? Du als Ultramodder. Ja, also ich finde ganz ehrlich, ich finde es erlaubt und auch fair, dass die Bekannten, weil eins muss schon bedenken, die haben das nicht von 0 auf 100 gekriegt, die haben sie das absolut verdient. Mhm. Und ich brauche nochmal ganz dringend Abfahrt. Ich muss erst abdanken und ich finde das schon fair. Also, wenn ich bedenke, was seit LS15 für unter Anführungszeichen Neumodder teilweise gibt, natürlich nur Ausnahmen, aber es ist schon leider so, dass ich beim 13er die Anzahl an geklauten Mods nicht so krass empfunden habe, als wie jetzt beim 15er. Also so wirkliche neue Modder habe ich jetzt noch nicht wirklich so krass bemerkt. Weiß ich nicht, gibt es die nicht mehr so beim 15er oder fallen sie nicht auf? Also ich kann mir nicht vorstellen, wer für die unter Anführungszeichen neuen da großartig was reißen könnte beim Mod Contest. Schwierig. Geht ja auch nicht um die Leute, die dahinter stehen. Vor allem man sieht aber auch relativ wenig, dass da was hochgeladen wird oder wer was hochlädt. Ich bin auch voll. Beim Mod Contest. Ja, das kommt das nicht erst auf Mod Hub, die Kategorie. Ja, ich glaube schon, die kommt erst dann, wenn das Ding vorbei ist, glaube ich. Oder wann die Abstimmung beginnt. Und dann ist ja nur die einzelne Ding und nachher kommt die Abstimmungsphase und dann kommen die Mods. Also vorher kommt, bevor die. Ja, zum Abstimmen kommen die Mods. Und macht das sonst nicht Sinn. Also irgendwie fehlen jetzt der Abfahrer. Die kommen. Ja, Und da haben die anderen einfach so kleine Anhänger. Ja. Fast nicht reinpasst. Nee, es ist einfach nicht direkt am Hof. Ja. Und außerdem bin ich jetzt am Säen und Julian ist mit einem 12 Meter Grubber mit wahrscheinlich 3 km/h am Tuckern. Nein, mit 6. Boah, die Bremse bei dem. Wow, ich bin 10. 11. 12. Nein, aber beim Mod Contest, das ist ja der Mod dafür. Also ist es egal, ob da ein Team untersteht oder eine einzelne Person. Wen, in Daniel oder in Fail? Fail, genau. Fail ja. Und da die anderen sowieso noch brauchen, kannst du mich auch gleich mal näher machen. Boah, hier muss ich aber haarscharf schneiden. Aber kommen wir mal auf ein anderes Thema zu sprechen. Ja. Ah, shit. Ja, seid ihr überhaupt zufrieden mit LS15, so wie es momentan läuft? Nein. Nein. Doch. Nein. Also ich war schon mal unzufrieden, aber muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich kann mal persönlich von mir erzählen, seitdem das Projekt jetzt wieder angekündigt ist, werde ich wieder anfangen, LS zu spielen. Ich habe vorher keine LS gespielt, weil einfach...
weiß nicht, es wurde auf der Gamescom immer so gehypt, alles 15, alles toll, alles geil. Aber im Endeffekt lief denn ja, die Server liefen nicht und das... Generell, LS15 Server sind immer noch nicht das Game vom Ei, sag ich mal so. Ja. Ja, am Anfang war LS15 einfach wieder grauenhaft. Jetzt geht wieder. Das Schlimme, was ich finde, ist, dass sie schon die ersten DLCs angekündigt haben und das Spiel lief nicht mal vernünftig. Ja. Das sind Sachen, die finde ich nicht in Ordnung, weil es gibt eine starke Modding-Community, aber Entschuldigung. Ja, die DLC gibt es vergleichbare Mods. Sag ich mal. Ja, vor allem waren die Mods. DLC angewiesen. Vor allem waren die Mods eher da, ne? Das kommt ja auch noch mit dazu. Das Problem ist folgendes. Wer von euch kennt dann Battlefield? Ja, ich denke mal hier. Ich glaube, so ziemlich jeder. Das kenne ich auch. Nicht. Was ist das? Kann man das kaufen? Auch die 42er-Version, also von Anfang an. Ja. Ich wollte jetzt nur auf das Geschäftsmodell zurück. Denn wer die 42er kennt, der kann das vergleichen mit Giants. Absolut. Also es wird eine Engine entwickelt, die alles Mögliche kann. Wie bei Battlefield jetzt Schiffe fahren, U-Boot und was nicht alles. Und hier hast du halt zig Funktionen. Und die Engine ist so grottig, dass die den RAM zuhaut, dass sie deine Grafikkarte auslastet bis zum geht nicht mehr. Die kann dann nicht, aber nicht richtig. Ja, genau, absolut. Das ist so ein Entwicklerprojekt. Genauso ist Battlefield 42 entstanden durch ein paar Studentenköpfe, die sich zusammengeschmissen haben und haben da was entwickelt für ihr Projekt vor der Uni, wie auch immer. Die nächste Aktion kam dann Battlefield 2. Und da hatten sie eigentlich nur ein paar Shader verändert, genauso wie hier in dem Spiel. Ne? Das ist die neue Version, die wir jetzt gerade haben. Also ich hatte das 13er vorher nicht, aber wenn ich mir Videos anschaue, sehe ich eigentlich keine Veränderung bis auf ein bisschen Grafikdetails. Das war es eigentlich. Ja, das Einzige, was sie ja auch gesagt haben, ist ja ein bisschen, also eine komplett neue Physik-Engine ist es eigentlich, aber immer noch die alte. Und die Grafik-Engine haben sie nur leicht aufgebessert und die Game-Engine ist seit dem 8er immer noch die gleiche. Eben, also genau das ist das Geschäftsmodell, wo sie jetzt drauf aufspringen, was halt EA dann gemacht hat und versaut hat ab dem Battlefield 3. Eigentlich nur was raushauen und die DLCs oder Premium schon vorher raushauen am besten. Das Hauptproblem... Was ich bei der Firma sehe, ist, um nochmal auf die Modding-Geschichte zurückzugreifen, also ich komme da auch ein bisschen aus der Szene, mehr aus der Mapping-Geschichte, und da war es eigentlich gang und gäbe, dass man von anderen Moddern nichts nimmt, es sei denn, man stellt eine Anfrage. Ein Gesetz dazu über Modding-Klau und so ein Kram gibt es alles nicht. Das Problem, wenn jetzt zum Beispiel bei dieser Modding-Geschichte hier, wie nennt sich das, dieser Contest, wenn da natürlich geklautes Material eingereicht wird, in Anführungsstrichen, und der Modder meldet sich darauf hin und reicht da Widerspruch ein, dann ist es kein Problem, dann wird das abgeändert. Aber so hat kein Modder ein Recht auf irgendein Gerät, auf irgendeine Textur oder Pillepalle, das er erstellt hat. Alle Rechte liegen bei Giants, denn es wird ja für die Engine Giants erstellt, mit den Programmen von Giants. Von daher, genauso wie Battlefield das gemacht hat dann, das hat sich die ganze Desert Combat Geschichte aufgekauft und ist dann diese neue Militärgeschichte gefahren, Irakkrieg und all so ein Rotz. Und genau das machen die auch hier, die suchen sich die besten Stücke raus der Modder und verkaufen die dann für sich. Also mittlerweile arbeiten sie ja auch schon gar nicht mehr am 15er, also da wird niemals ein Patch erscheinen. Wenn dann nur ein Beta-Patch, was auch immer, das ist auch schon der Hohn. Da jetzt schon beim 17er dabei oder so, was ich da gelesen habe. Ja. 16er, also... Der 16er ist die Version. Der 16er ist ja der 15er Handy-Version. Ich kenne halt jemand, der dort arbeitet und der hat mir sowas halt gesteckt. Aber also wie gesagt... Ja, das ist eigentlich traurig, weil in meinen Augen das Spiel hat Potenzial und... Na sicherlich, vor allem ja, ich bin absolut dafür. Ich meine, guck mal, was selbst ich habe einiges durch das Spiel hier gelernt oder fahre jetzt, wenn ich mal durch die Landschaft gurke, da schaue ich mir einen Traktor genauer an. Und ja, so schaue es ganz anders. Ne? Ja, und das ist wirklich von der Alterssparte, ich sag mal, ab 6 Jahren würde ich es vielleicht empfehlen, aufwärts bis tot, ne? Ist klar. Also es ist für jeden was dabei und es ist kein Krieg, kein Hass und es kommen da nicht die üblichen Floskeln, die man sonst über YouTube hört.
Also man ist noch der deutschen Sprache mächtig hier auf den Surfern. Das finde ich halt, wo fahre ich überhaupt rum? Ja. So, also das war nur mein Beitrag. Jo, aber ich würde auch sagen, damit ist die Folge auch schon überschritten, fast. Fast. Beziehungsweise ist jetzt. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, da haben wir in der nächsten Folge drüber weiter. Ja, definitiv. Genau. Gute Maßnahme. Schaut wie gesagt bei den anderen Kanälen gerne mal vorbei. Lasst gerne euren Lieblings-YouTuber ein Like da und einen Kommentar da und dann freuen die sich sehr. Wenn ihr noch Vorschläge habt. Ja, liked. So, sehr schön. Bis zum nächsten Mal, ihr dürft alle linken, die mit Facecam aufnehmen. Bitte liked mich, bitte.